Kennt ihr zufällig folgendes Problem? Ihr habt eine Oberfräse und wollt auf einem Material an einer ganz spezifischen Stelle eine Nut oder einen Ausschnitt fräsen. Ich habe mir hier mal solche Ausschnitte aufgezeichnet. Das hier wäre eine Nut, die aber breiter wie mein Fräser ist. Das heißt, ich muss es versetzen. Und bei dem Ausschnitt hier, ja, weiß ich jetzt gar nicht, wie mache ich das jetzt? Natürlich kann ich jetzt hier anfangen, meine große Schiene draufzulegen. Dann werde ich aber schnell feststellen, so einfach ist es gar nicht. Das heißt, ich muss hier noch unterlegen, die Schiene muss festgezwungen werden, dass das Material nicht verrutscht. Und selbst wenn ich es schaffe, das festzuzwingen, die Nut ist ja breiter als mein Fräser. Den Ausschnitt hier, ich meine, von was reden wir hier? Freihand kann ich das auch vergessen. Ich kann natürlich irgendwelche Schienen hinkleben oder weiß der Geier was. Allerdings muss es ja sehr präzise werden, sehr genau, winklig. Wie mache ich sowas? Also auf eine einfache Weise. Gar kein Problem, ich habe die Lösung für euch heute. Wenn ihr ein bisschen Restholz habt und Lust zu werkeln, zeige ich euch heute, wie das Problem ein für alle Mal nicht mehr existiert. Los geht's. Für die Vorrichtung, die ihr jetzt vorhabt zu bauen, braucht man T-Nut-Schienen. Kosten Geld, habe ich jetzt auch gerade nicht zufällig da. Macht aber gar nichts, kann man ganz einfach selber bauen. Werdet ihr gleich sehen, super einfach. 30, oder? Das dürfte reichen. Hier haben wir jetzt unsere Holzstab. Zack, voll geschnitten, hey. Das fängt ja schon wieder gut an heute. Das fängt ja schon wieder ganz gut an. Aua. Das sind jetzt unsere Streifen, unsere zukünftigen T-Nut-Schienen, aber bis jetzt sind es nur Streifen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwas da reinfräsen. So, als erstes, bevor ich mit dem T-Nut-Fräser voll reingehe, fräse ich eine ganz normale Nut vor, belaste den Fräser einfach weniger. So, ich positioniere die Nut ungefähr mal mittig an meinem Holz. Ob das jetzt wirklich perfekt mittig ist, spielt eigentlich gar keine große Rolle. So lassen wir es. So, die Nuthöhe mache ich ungefähr so, ja, 18 mm Material habe ich. 15 hoch mache ich aber in mehreren Schritten, weil sonst belastet es den Fräser auch wieder zu arg. So, ich gehe erst so 4, 5 mm hoch, dann gehe ich in 2, 3 Stufen noch hoch. So machen wir es. Wenn wir die Nuten fertig gefräst haben, dann stellen wir nichts am Parallelanschlag rum, sondern bauen den Fräser, ich hoffe, das geht bei euch, aus, ohne dass der Fräsanschlag verstellt wird. Das kann ein bisschen eine Frickelei sein, wird es bei mir jetzt auch sein, aber das ist jetzt essentiell, dass natürlich der T-Nut-Fräser dann auch an der gleichen Stelle dann wieder fräst. So, ich nutze jetzt hier meinen selber gebauten Fräsanschlag. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Lässt sich ganz gut machen. So, jetzt kann ich das ja einfädeln und ich habe den Parallelanschlag kein Stück bewegt und kann mir somit sicher sein, der Fräser fräst an der gleichen Stelle, nur halt mit einer T-Nut. Höhe des T-Nut-Fräsers, ich sag mal so, ich lasse hier immer gerne noch ein bisschen was frei und Fleisch soll auch sein. Also von dieser Oberfläche, was nachher die Oberfläche wird, würde ich mal so, keine Ahnung, 3, 4, 5 mm Abstand halten. So ist das vollkommen okay, so fräsen wir. Das sind jetzt meine T-Nut-Schienen, da habe ich noch ein bisschen ein dünnes MDF unbeschichtet und da leime ich jetzt erstmal meine T-Nut-Schienen drauf. Ihr seht, die Nut ist es nicht ganz zentral, juckt aber bei dem, was wir machen, überhaupt gar nicht. Also schau, ob die Leiste auch gerade ist, weil die muss natürlich gerade sein, ist sie. Sollte bei euch das jetzt auch wie bei mir ein bisschen überstehen oder schief sein auf dem Brett drauf, spielt gar keine Rolle. Werdet ihr dann nachher sehen, warum. Einfach draufleimen. Irgendwie.
Wenn der Leim abgebunden hat, kümmern wir uns mal kurz um das Thema Oberfräse. Diese Vorrichtung wird für eine spezifische Oberfräse gebaut. Das heißt, wenn ihr mehrere Oberfräsen habt, sucht euch eine aus. Kleiner Tipp, ich würde die Oberfräse nehmen, mit der ihr eintauchen könnt. Das kann ich mit der. So eine Kantenfräse werden wahrscheinlich auch die ein oder anderen von euch haben. Ich habe leider nicht den Fräskorb in diesem Set gekauft, mit der ich eintauchen kann. Ich habe nur dieses Ding. Damit kann ich bedingt eintauchen, aber nicht wirklich gerade. Das heißt, bei mir scheidet das aus und ich entscheide mich für diese Fräse, mit der ich eintauchen kann. So, nochmal ein ganz kleiner spezifischer Exkurs in die Oberfräse, damit ihr versteht, was ich gleich machen werde. Diese Vorrichtung erfordert, dass wir eine gerade Kante haben, an der wir die Oberfräse entlang führen können. Das ist bei mir diese Kante. Mit der Kante mag das gehen. Mit der Kante wird das schon wieder unsicher. Das Problem ist, Anfänger denken oft, ach, mit der Kante, die lege ich eine Schiene an und fräse. Naja, das geht bedingt. Problematisch wird's, sobald die Fräse hier irgendwie verkippt. Denn sobald die Fräse hier verkippt, ist deine Nut nicht mehr gerade. Normalerweise nimmt man diese Rundung zum gerade Fräsen. Jetzt denkt man sich, was redet er denn da? Wenn hier ein Fräser eingespannt ist, diese Rundung, egal an welcher Stelle, hat zum Zentrum des Fräsers immer den gleichen Abstand. Was ich euch jetzt zeige, habe ich schon mal ausprobiert, das könnt ihr mir glauben. Wenn ich einen Fräser eingespannt habe und so fräse, kommt eine gerade Nut raus. Einfach aus dem Grund, egal wie die Stellung der Oberfräse ist, der Punkt hier, der verändert sich nicht. Also dieser Abstand wird sich nicht verändern. Und das habe ich schon mal in einem Video gezeigt. Ich habe so eine Nut gefräst und die war am Schluss bolzengerade. Jetzt stellt das für diese Vorrichtung, die wir haben, aber ein Problem dar, dass ich nur diese kurze Gerade habe. Weil, wie gesagt, ich kann hier ja verkippen. Also müssen wir uns jetzt irgendeine Lösung überlegen, dass ich hier auf beiden Seiten möglichst eine lange gerade Kante habe. Ihr habt da, glaube ich, auch schon eine Idee. Schauen wir mal, ob es geht. Ja, könnte knapp werden, aber ich schraube jetzt gerade mal diese Pertinax-Platte hier ab, weil ich brauche die Positionen dieser Schraubenlöcher hier. So, dann nehmen wir den gleichen Abstand, dass das auch irgendwo parallel ist. Das Problem ist, dass das mit Senkkopfschrauben dahin geschraubt wird. Ich weiß nicht, ob das Material zu dick ist oder nicht, aber das, hoppala, aber das wollen wir jetzt gleich feststellen. Oh, das schaut aus, als ob es geht. Das ist natürlich hervorragend. So, das heißt, oh, Loch in der Mitte müssen wir machen. Wenn ich das alles richtig ausgemessen habe, müsste es hier drauf passen. Und dann habe ich nämlich hier zwei schöne, lange, gerade Kanten, an der die Oberfräse anliegt. Auf die Vorrichtung freue ich mich, weil ich ganz oft das Problem habe, dass ich jetzt nicht eine Schiene auf einem ganz kleinen Teil nehmen kann, in das ich eine Nut brauche. Das wird ein richtiger Problemlöser. Jetzt bohren wir kurz mit irgendeinem Forstnerbohrer hier in der Mitte rein. Was nehmen wir da? 30, 35, scheißegal, 35. Wird schon gehen. Sehr schön. Ist auch schnell montiert, weil es brauche ja nicht immer diese blöde Platte drunter. Das heißt, wenn ich diese Vorrichtung benutzen will, habe ich zwei Schrauben. Ihr seht, 10 Sekunden und dann habe ich meine zwei geraden Kanten, die ja eben, wie schon gesagt, essentiell sind, dass diese Vorrichtung so auch funktioniert. Lässt sich schön lang schieben. So, da ich jetzt nicht volle Kanne auf einen halben Meter Länge in meine Werkbank reinfräsen will, habe ich mir jetzt auch endlich mal so einen Unterlegschaumstoff für irgendwelche Fräsungen oder für irgendwelche Tauchschnitte mal geholt. 6,95 Euro. Wenn du dein ganzes Haus verkleiden willst, dann wirst du ja arm. Bevor ich jetzt losfräse, ist es wichtig zu markieren, welche Kante an welche Seite gehört. Denn der Abstand, ihr seht mal, das Loch ist nicht zentral. Also es ist wichtig, dass wenn wir die Vorrichtung auch benutzen, dass immer diese Seite auch an diesen Anschlag gehört und diese Seite an diesen Anschlag. Das markiere ich mir jetzt erstmal. Mal ganz schlampig hier zwei drauf und hier auch. So, hier oben ist eins, eins. Ich habe bei mir einen 6 mm Nutfräser eingespannt. Ihr könnt das auch mit 8 mm machen, aber ich nehme einen sehr kleinen Fräser, weil wenn ich Ausschnitte oder Nuten will, dann möchte ich nicht ein Mindestmaß von 8 mm haben, sondern von 6 mm. So, los geht's.
Wenn ich fertig gefräst habe, dann weiß ich, dass wenn ich die Oberfräse hier anlege, dass exakt an dieser Holzkante die Fräsung durchgeführt wird. Das weiß ich bei der Schiene und das weiß ich bei der Schiene. Deswegen habe ich 1 und 2 hier drauf geschrieben. Als nächstes Mal hätte ich gesagt, dass wir uns die Verbindungsteile für die beiden Schienen hier fertigen. Als nächstes müssen wir hier eine längliche Nut reinfräsen. Da stelle ich mir alles gerade hier mal ein mit so einem Stoppklotz, dass die Nut nicht länger wird, als ich sie brauche. So, der Klotz ist die Begrenzung bis hierhin. Das heißt, meine beiden Teile kann ich dann jetzt gleich sehr gleich fräsen. Tauche ich hier ein, beziehungsweise hier ein und dann fupp. Sehr gut. Wie immer in mehreren Schritten, das heißt, ich fahre 2 oder 3 Mal hoch, das ist nicht 3 mm, 12 mm und dann die ganzen 18 mm. Leider haben wir hier verbohrt, die Löcher müssen wir vorsetzen. Wir haben jetzt so Klötze gebaut, die werden wir jetzt hier drauf leimen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da das eine Vorrichtung ist, kommt es mir jetzt hier nicht drauf an, dass die wunderschön und alles gewachst und dass es wichtig ist bei mir für eine Vorrichtung, dass sie funktioniert. Geil ist, wenn sie noch gut ausschaut, wenn nicht, ist es mir auch herzlich egal. Und das ist mir in dem Sinne jetzt eben hier auch herzlich egal. Habe ich mich verbohrt, mein Gott, mache ich das Loch nochmal neu, juckt mich jetzt gar nicht. Hauptsache ist, dass die Vorrichtung am Schluss wirklich funktioniert. Das Wichtigste. Das Ganze muss im Winkel draufgeklemmt sein. Passt. Wenn der Leim so weit abrunden hat, dass wir weiterarbeiten können, lege ich jetzt hier 2 7er Bohrer zwischen diese Teile. Und dann messe ich raus, was der Abstand hier ist. Und dann schneide ich mir Klötze zu. Ich habe jetzt bei mir fast 14. Und die leimen wir jetzt hier auch drauf, und zwar mit dem Abstand, dass es hier drauf gleitet, also quasi so. Müssen wir jetzt halt rausfinden, wo der Sweet Spot ist. Ich lege jetzt hier ganz einfach ein Papier dazwischen. Das können wir nachher im schlimmsten Fall nochmal nachschleifen, das ist gar kein Problem. So mache ich das jetzt, dann leime ich das hier drauf, dann ist das präzise genug. Wenn der Leim abbindet, kümmern wir uns mal um diese Nutsteine. Man kann jetzt natürlich auch, wie hier, eine ganz normale M6-Mutter nehmen und das einführen. Mir ist allerdings immer die Auflagefläche links und rechts zu klein, wenn das wirklich jahrelang verlässlich funktionieren soll. Aus dem Grund schneide ich mir ganz einfach immer Nutklötze, die verteilen den Druck auf eine größere Fläche. Und dann funktioniert das wirklich viele, viele Jahre sehr zuverlässig. Ich habe mir mal so ein Stück Flachstahl gekauft, da schneide ich mir einfach bloß ein paar Streifen ab.
Vom Gewindeschneiden ist da Öl drin und das reinige ich kurz mit dem Bremsenreiniger. Wieso, weshalb, warum? Das seht ihr gleich. Und zwar klebe ich jetzt Gewindestangen in diesen Nutstein ein. Dann haben wir dann nachher eine schöne Möglichkeit, diese Vorrichtung festzustellen. So, wenn das Loctite abbunden hat, können wir die Nutsteine hier reinführen und wir sehen, wir haben viel größere Auflagefläche und somit wird es auch sehr viele Jahre zuverlässig funktionieren. Ich spreche da aus Erfahrung, weil ich schon etliche Nutsteine gemacht habe. So, dann kommt hier eine Flügelmutter drauf, man kann auch einen Sternengriff machen, aber es ist eine Vorrichtung, da brauche ich jetzt nicht einfach so viel Zeit reinkippen. Dann kann ich das hier feststellen. Wir sind jetzt fast fertig mit der Vorrichtung, aber eine Sache fehlt noch. Dazu brauchen wir jetzt erst einmal ein Reststück. Ich versuche mal kurz zu erklären, was ich hier gerade gefräst habe. Ich habe mir die Vorrichtung einfach irgendwie eingestellt, bin einmal mit der Oberfräse rundherum und oh Wunder, diese Kante von unserem Anschlag ist bündig mit der Kante unseres Ausschnitts. Das ist auf der Seite und auf der Seite der Fall. Auf der Seite nicht. Das heißt, wenn ich mit der Oberfräse mit der Platte hier anstoße, ist die Nut hier. Ist ja klar, ich habe einen Versatz. Aber diesen Versatz muss ich ja wissen, wenn ich nachher die Breite einstellen möchte oder wenn ich diese Breite an eine ganz spezifische Position anpassen möchte. Das heißt, wir müssen uns jetzt irgendwelche Hilfsklötze basteln, die uns diese Kante hier anzeigt, wenn ich es einstellen möchte. So schaut das Ding bis jetzt aus und das will ich hier mit Scharnieren machen, dass das wegklappbar ist. Seht ihr gleich, worum es geht. So, das habe ich jetzt gelöst. Die Dinger können wir runterklappen und jetzt kommt das Wichtigste. Ich habe mir hier Multiplex, sage ich schon, MDF-Abschnitte gemacht und die positioniere ich jetzt ganz exakt an dieser Kante von der Nut. Das ist hier. So. Und in der Position leime ich es jetzt ganz einfach auf dem Ding fest. Das ist jetzt viel Leim, aber das macht nichts, ist ja Vorrichtung. Leim hat abgebunden, auch wenn es jetzt optisch, muss ich ehrlich gestehen, nicht gerade das größte Sahnestückchen ist, also ich habe schon wesentlich bessere Arbeit abgeliefert und ist mehr auch ein Konzept, sage ich mal, als jetzt wirklich eine schöne Vorrichtung. Aber es ist ja jetzt gar nicht so wichtig, wie die Vorrichtung ausschaut, sondern was sie mir für eine Hilfe bringt. Und das zeige ich euch jetzt, weil ich finde, die Hilfe steht in keinster Weise im Verhältnis zu dem, wie sie ausschaut. Fall Nummer 1. Nehmen wir an, ich möchte dieses Brett hier präzise einnuten. Wie mache ich das? Ganz einfach. Ich nehme meine Vorrichtung, stelle die erstmal ein bisschen breiter. Dann nehme ich meine Holzplatte, klemme die hier dazwischen. So, ich das habe, dann ziehe ich es wieder an. Dann nehme ich die Platte wieder raus. Und dann habe ich den präzisen Abstand oder die präzise Dicke meines Holzes habe ich hier abgebildet. Jetzt positioniere ich die Nut. Da kann ich entweder mit Markierungen arbeiten, schräg oder freihand. Ich richte jetzt einfach mal bündig mit vorne aus. Dann spanne ich sie logischerweise fest. Und wir müssen auch ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Denn wenn ich das jetzt irgendwie anders machen würde, mit irgendwelchen Schienen, ja, die müsste ich mehrfach umlegen mit dem Frästisch. Also die Zeitersparnis, die ich hier habe, die ist einfach phänomenal. So, jetzt muss ich noch schauen, hier steht die 2, hier steht die 2 und los geht's.
Das ist mir auch noch nie passiert. Dass eine Fräse abbrochen ist. Das ist mir auch noch nie passiert. Naja. Zum Glück habe ich den ein oder anderen Nutfräser als Vorrat da. Sonst hätte ich jetzt erst einmal wieder so lange warten müssen, bis irgendwer liefert. Dann können wir die Vorrichtung mal abmachen. Oh, mit der Tiefe habe ich es aber auch sehr gut gemeint, oder? So, jetzt schauen wir, ob das reingeht. Und perfekt. Wie ihr seht, links und rechts wirklich perfekt, ohne groß Spiel. Na gut, man kann es jetzt natürlich ein bisschen durch die Gegend biegen, das ist jetzt auch ein bisschen blöd. Aber ihr seht trotzdem, dass es wirklich sehr genau passt. Jetzt könnt ihr mir aber sagen, ja gut, das kann ich auf dem Frästisch auch. Ja klar, wenn die Nut gerade ist. Aber was machst du, wenn die Nut jetzt plötzlich irgendwie mitten in der Fläche so sein soll? Da kommst du mit dem Frästisch nicht weiter. Wie schon gesagt, natürlich kannst du dir eine Schablone machen mit dem Laser. Wer hat den daheim? Die wenigsten. Wer hat eine CNC-Fräse daheim? Auch die wenigsten. Natürlich kannst du mit 1000 Hilfsmitteln das auch irgendwie anders bewerkstelligen. Aber die einfachste Variante und die günstigste und auch die schnellste ist einfach das hier. So, nächster Fall. Wir wollen einen schrägen Ausschnitt mitten auf einer Platte platzieren. Wie machen wir das? Nächstes Beispiel. Nehmen wir mal an, wir brauchen hier eine Nut mitten auf der Fläche. Ich nehme jetzt einfach meinen Meterstab zum Anzeichnen. Ich zeichne mir mal die Nutbreite an. Und dann möchte ich, dass meine Nut präzise hier anfängt und präzise hier aufhört. Als nächstes nehme ich meine Vorrichtung und lege sie mit dieser Kante präzise an die Markierung an. So, das kann ich ja wunderschön sehen. Hier. Dann schaue ich, wo und wie ich meine Vorrichtung mit dem Material festspannen kann. Ich mache das mal so. Das sieht ganz gut aus. Drehe mir das noch ein bisschen hin. Dann klappe ich meinen Anschlag um und fahre das so lang vor, bis es auch an meiner Markierung passt. Ich hätte mal gesagt, hier schaut es gut aus. Wenn ich die Position habe, spanne ich das unten fest. Das mache ich auf der anderen Seite auch noch. Dann richte ich das hier auch wieder aus, ziehe es an. Dann klappe ich diesen beiden Dinger wieder weg und dann lege ich die obere Hälfte an die Markierung an. Dann überprüfe ich nochmal alles und dann ziehe ich meine Feststellschrauben an. Dann schnappe ich mir meine Oberfräse und stelle erstmal die Tiefe ein. Ich mache jetzt als Beispiel für das Video jetzt irgendwie, weiß ich, 2-3 mm, dass man sieht, dass der Ausschnitt passt. Das ist hier und dann kann ich losfräsen. 2 auf 2, passt, los geht's. Dann kann ich meine Schablone wegmachen und dann überprüfe mal, ob wir ziemlich gut an die Linie hingefräst haben. Dürfte selber entscheiden. Hier war die Linie, hier ist die Hälfte des Bleistiftstrichs noch zu sehen, hier ist die Hälfte des Bleistiftstrichs noch zu sehen und hier ist die Hälfte des Bleistiftstrichs auch noch zu sehen. Wie gesagt, es geht jetzt hier nicht darum zu sagen, dass man das nicht anders lösen kann. Aber ich sage euch ganz ehrlich, in den 8 Jahren, in denen ich das jetzt mache, ist das für mich wirklich eine Game-Changer-Vorrichtung, weil die mir, wenn ich wirklich sowas machen wollen würde, ich krieg das schon hin, aber ich würde ewig dazu brauchen, weil du die Schienen hinlegen musst oder hinkleben und dann die gewisse Breite und die Positionierung. Das ist halt wirklich das Geile, dass du die Nut, so wie sie dann ist, entweder positionieren kannst oder sie auf eine angezeichnete Markierung wirklich ausrichten kannst. Also ich bin mir sicher, dass mir diese Vorrichtung die nächsten Jahre sehr, sehr viel Freude bereiten wird und auch eine ganz große Hilfestellung ist. Ihr habt gesehen, die war super einfach zu bauen, gar nicht groß kompliziert. Könnt ihr so hässlich bauen wie ich. Im Endeffekt wird es hier trotzdem funktionieren. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder.